Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Und jetzt endlich können wir kochen. Was für eine Wohltat. Endlich Speck und Ei herstellen. 12 Stück. Jetzt fehlt uns tatsächlich Fleisch. Aber das kriegen wir hin. So, wir brauchen auf jeden Fall mehr Holz. 10 Minuten machen wir mal 11 Stück. Oh, lecker. Essen. Ist das nicht wunderschön? So, warte. Da können wir doch glatt hier so. Mach mal ein Bild vom Fressen. So, während das jetzt natürlich hier schön brutzelt, Essen, Trinken sieht eigentlich gerade noch okay aus bei uns. Wegen dem Candy Crush da. Und schaffen wir das noch ein bisschen? Hui! 11 Sekunden. Ja, ich wollte nämlich darüber noch ein bisschen looten gehen, während das Essen brutzelt. Und in der Zeit können wir... Und langsam. Wir brauchen mehr so Mega Crush, ich sag's euch. Ah, okay, das ist nur ein Hühnchen. Moment. Hühnchen wäre doch richtig lecker so zum Ei dazu. Ah, ich hab dich. Alles im Zeichen des Fressens heute hier. Okay, warte mal hier. Bob the Cat, da waren wir schon drin. Wollte nämlich gerade schon sagen, warte mal, das kenne ich doch. Aber da waren wir ja tatsächlich schon drin. So, ich habe mir einfach mal hier hinten markiert. Wir können jetzt mal ein bisschen in die Richtung gehen, weil... So, ne, hier waren wir jetzt schon überall. Warum sind die eigentlich weiß? Mach die mal rausgrauen, bitte. Dann haben wir die ganzen Kreuze nicht dauernd hier oben im... In dem... Wie heißt's? Navi-Dings-System da oben. So. Und da ist ein Schrottplatz. Aber Andras sagt, nein, ich pack die noch nicht. Da könnte Honig drin sein. Na, nicht, dass wir dann wieder... Ne, warte mal, war das woanders? Ne, wir haben hier Honig gekauft. Ja, nicht, dass wir hier nochmal Honig kaufen müssen. Das war schon sehr erbärmlich. Okay, aber wir leider kein Honig drin. So, dann lass uns mal hier so gucken. Da gleich auch ein paar Nester. Wir bauen jetzt natürlich auch wieder Eier ohne Ende. Weil jetzt lohnt sich's halt auch. Ich hätte auch Feuer machen können. Aber irgendwie, weil wir sind ziemlich nah an der Stadt gespawnt. Und da mussten wir erstmal Kochtopf und Kochgrill suchen. Ne? Aber das hat sich ja jetzt Gott sei Dank erledigt. So, waren wir denn jetzt schon hier drin? Nein, waren wir nicht. Das ist, glaube ich, so klein und so. So, nehmen wir erstmal ein bisschen Plastik mit. Wenn die bei uns jedes Schlagloch so derartig... Ja gut, das ist schon ein bisschen größeres. Dann. Hoi, 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 hoi. Würde überall Markierung sein. So, hier. Oh, sehr schön. Also, einmal Auto. Einmal Elektro. Robotikteile brauche ich nicht. So, lass uns mal hier hochgehen. Warum die hier so einen komischen Block gesetzt haben, verstehe ich auch nicht ganz. Das sieht sehr, sehr seltsam aus. Sollte es irgendwie das Pult sein, um die Leitern hochzufahren? Nee, das ist ja kein Feuerwehrauto. Keine Ahnung, was dieser Block hier soll. Okay, da oben drauf liegt nichts. Da oben drauf liegt auch nichts. Das heißt, wir können ganz normal unten looten gehen. Okay, das ist jetzt richtig gut, die Nägel. Ich war gerade am Überlegen. Ich glaube, ich habe noch 7 oder so zu Hause. Das heißt, wir können uns nochmal eine große Kiste bauen. Das ist natürlich wunderschön. So, machst du gleich die Tür kaputt hier? Was ist da los? Warte. Aber bei dem ab und zu tue ich mich hier echt schwer. Erst wenn hier das große Stück rausgerissen wurde, dann kann ich da besser zuschlagen. So, schön aufs Bäuchlein. So, geh kaputt. Oh nein, nicht die Tür kaputt machen. Nicht die Tür kaputt machen. Oh, der rennt wenigstens nicht. So. Ich befürchte auch, hier gibt es eigentlich überhaupt nichts zu holen. Außer Prügel! Eieieiei! Warte. Ich hoffe, der kommt hier nicht hoch.
Dann brauche ich erstmal Ausdauer. Kannst du mir doch nicht einfach ins Gesicht hauen, Mensch. Okay, warte, warte, warte. Du kletterst hier hoch, dann kletter ich hier hoch. Ah ja, okay, wir haben aber wieder Ausdauer. Na, komm her. Komm hier her. Na, na. Hoch mit dir und dann schmeiß ich dich. Nee, der will gar nicht. Haha. Toll, ein Schlag noch, weißt du. Kriegen wir das auf? Ja. Dim, dim. Das ist wirklich nicht so, so ein bisschen Schrott zu holen, wie es ausschaut. Da ist schon alles leer. Außer Maschinen und Elektrozeug. Na, da könnte noch was drin sein. Mal gucken. Ah, toll. Nee, ist nicht. Ist nicht. Okay, hat sich leider nicht gelohnt. Aber man muss überall reingucken. Das können wir abhaken. So, was hätten wir denn noch so? Oh, wir könnten hier durch den Trailerpark gehen. Da wären viele Küchen. Und vielleicht... Wir brauchen jetzt zwar keinen Kochgrill mehr, aber... Na? Schön, Bücher sind hier. Futter. Moment. Moment. Du bist eigentlich in der Hütte drinnen, nicht hier draußen. Freundchen. Okay, warte, warte, warte. Krieg ich die so? Na, na, na. Ja, wir kriegen ihn. Wir kriegen ihn. Der muss doch eigentlich im Haus drinnen sein. Normalerweise. Und er hat uns wieder auf die Kirchenmauer gejagt hier. Schlawiner, du. Jetzt geh aber auch kaputt. Ich kann doch nicht den ganzen Tag hier mit dir spielen. Komm, Speck und Ei wartet auf uns zu Hause. Wunderschöne Speck und Ei. Immer muss immer genug... Ah! Okay, wie? Warum? Du kleiner Missgüter. Okay. Mach ihn kaputt. Au, der bringt uns jetzt tatsächlich noch um. Ich fass es nicht. Okay, wir müssen das verwenden. Wir müssen das verwenden. Und ich habe schon wieder kein Honig. Sprengstoffe. Das heißt, nach dem Hund hier müssen wir ganz schnell schauen, dass wir draußen Honig finden. Aber ganz schnell. Ganz, ganz schnell. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da denkt man sich nichts Böses. Will kurz da looten gehen. Ja, und dann sowas. Okay, jetzt müssen wir in die Pampa. Ich brauche jetzt Honig. Oder haben wir die Chance, hier Honig... Aber da drin ist noch irgendwo ein Hund. Da drin ist doch noch ein Hund. Vielleicht haben wir ja... Meint ihr, wir haben Glück? Oder meint ihr, wir kriegen wieder auf die Nase? Okay, warte, ich... Ich bin tot. Oh. Okay, mit dir habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich habe keine Ahnung. Hilfe! Die sind doch alle voll fies. Ich gehe gleich einfach Blümchen pflücken. Eier sammeln. Federn sammeln. Die sind doch... Jetzt haben wir auch noch Hunger. Okay, wir. Sind komplett unvorbereitet losgetigert. So wie das ausschaut. Warte. Die muss jetzt noch sterben. Ich hab halt auch nix. Ich hab... Doch, warte. Wir können das gegrillte, komische Fleisch fressen gleich. Moment. Meine Güte. Was sind die denn heute alle so aggressiv? So, mach sie kaputt. Die hat's nicht verdient. Die springt gleich auch hoch und frisst uns. So wie der Hund gerade. Komm. Mach sie kaputt. Au! Was war das denn jetzt schon wieder? Die springen immer hoch hier. Jetzt, Moment. So nicht, Fräulein. Leute. Die sind aber auch garstig heute. So, ich glaube, wir werden die ganze Zeit nur hier oben auf dem Gartenzaun oder auf der Mauer verbringen. So. Warte. Oh, guck mal, wo die Schaden macht. Sag mal! Ich meine, es hieß, dass sie höher springen können jetzt, die Viechers, ja? Aber
Die ist einmal komplett drüber gesprungen jetzt. Die ist über den Zweierzaun einfach drüber gesprungen. Das schaff ja nicht mal ich. Okay, Hunger. Nee, die lebt noch. Die lebt noch. Okay, das ist sehr, sehr, sehr fies. Doch, die ist einfach über den Zweierzaun drüber gesprungen. Das sehe ich aber jetzt so auch zum ersten Mal tatsächlich, muss ich ja sagen. Rock. Dass die einfach so über den Zweierzaun hüpfen, habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Blub. Warte. Ja, bring uns doch um! Ich fasse es nicht. Warte. Ei. Sag mal. Jetzt von so ganz normalen Zombies werden wir umgebracht. Ja, komm, Ausdauer. Aber wieso springen wir dann hier nicht drauf? So, die ist tot. Die ist tot. Wahnsinn. Das ist ja unglaublich. So, meine Dinge habe ich nicht bekommen, aber da kommt wieder ein Hund. Da kommt wieder ein Hund. Ich will nur gucken, ob da was drinnen ist zum Essen, aber nein. So, wir können das mal kurz essen. Gibt natürlich ein bisschen Abzug fürs Wasser. Aber das ist mir jetzt egal. Okay, dann müssen wir erst gucken, dass wir irgendwie hier Baumstamm ganz fest im Pfötchen drücken. Wir brauchen Honig. Ganz, ganz fest im Pfötchen drücken. Weil wir sind schon bei 1,2. Kein Honig. Schade. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt hier einfach blöd durchrennen, rumrennen und hoffen, dass wir einen Honig finden. Ei. Und keine Zombies am besten. So, wir können aber dann hier nebenbei den Loot mitnehmen. Wenn man die nur schön von der Ferne sehen würde. So, ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung ich laufen möchte. So, ein Buch und ein Zweierknochenmesser. Okay, wenigstens etwas, ne? So, wir brauchen viel mehr Baumstämme. Ich habe ja das Buch leider noch nicht gefunden, wo wir Honig aus jedem Baum kriegen könnten. Leider. Das müssen wir hier echt wirklich suchen. Aber das ist halt auch immer das, was ich mal sage. Wenn man was sucht, findet man nichts. Deswegen, wenn ihr so einen Baumstamm irgendwo rumstehen seht, egal was ihr gerade macht, absteigen oder aussteigen oder anhalten und dann tragen. Sehr schön. Mehr Messing finden. Und immer mitnehmen und hoffen, dass da Honig drin ist. Direkt so einen kleinen Vorrat anwerben hier. So, warte, das sind Erze. Ei. Wir entfernen uns von weit weg von zu Hause. Da ist ein Baumstamm. Nest, bitte Honig. Bitte. Komm schon, Honig. Wir leiden, wir sterben. Gut, wenn es über 10 geht. Jawohl, Honig, wir sind gerettet. Oh, sehr schön. Okay, Papier kann weg. Wir sind geheilt, Leute, wir sind geheilt. Gut, dann können wir jetzt aber wieder Richtung Stadt tigern. Aber auch gleich ein paar... guck mal hier, da sind wieder... Dreimal Speck und Ei müsste das geben. Da sage ich natürlich auch nicht nein dazu. Aber das ist halt, ab und zu muss man auch mal ein bisschen in die Pampa latschen. Ein bisschen Nester sammeln. Ein bisschen Baumstämme sammeln. Na, damit, wenn wir das nächste Mal infiziert werden, vielleicht direkt den Honig in der Tasche haben. Wäre vielleicht nicht schlecht. Zweimal Speck und Ei sogar, super. Dann können wir jetzt aber, ich glaube aber nicht, dass das der Hund war, dann können wir jetzt aber eigentlich nochmal in den Trailerpark gehen. Wir geben uns ja jetzt nicht geschlagen hier, ne? Und da, Baumstamm mitnehmen, direkt mitnehmen. Ja, ich glaube zwar nicht, dass wir jetzt hier ein Ding bekommen. Da vorne ist eine Hundehütte. Da gehe ich nicht hin. Na komm. Ah, wieder ein Honig. Jetzt haben wir einen Honig auf Vorrat. Ja, jetzt, wenn was passieren sollte,
Dann sind wir vorerst erstmal gerüstet. So muss das sein. Okay, wir können aber auch gleich hier mal kurz reingucken. Da glaube ich, ist aber auch ein Hund. Aber da vorne ist dann auch der andere Trailerpark. Edelsteine, mehr Gold und Diamanten und Silber finden. Ja, warte, warte, nur kurz da reingucken. Nur kurz. Zielen. Reichweite von 9 mm Waffen mit Visiereinrichtung wird erhöht. Und wir können das gute Licht für Bike mit Minibike, Auto. Ah, dann sieht man ein bisschen mehr. So, warte, warte, warte. Erstmal reparieren. Erstmal würde ich sagen, stellen wir gleich nochmal Muni her. Und jetzt lass mal gucken. Wasser. So, warte, der gibt auch Plastik. Plastik auch gleich schon schön sammeln. Bloß bitte kein Hund jetzt. Ich kann jetzt gerade keinen normalen Hund. Kann ich nicht gebrauchen. Oh, Arbeitsstationen. Bitte gib mir Arbeitsstationenbuch. Verdammt. Aber haben wir schon geskillt, oder? Jetzt muss ich doch glatt nochmal gleich gucken. Na, mit den ganzen Spielständen da, komme ich doch auch überhaupt nicht mehr klar. Aber auf dem Twitch-Spielstand sind wir tatsächlich schon am Bauen. Da haben wir schon die ersten, keine Ahnung, 1000 Blöcke oder 800 Blöcke haben wir da schon verballert. Das finde ich voll schön. Also der muss sterben. Der hat nämlich gerade eben schon so... Zack. Der hat den schon auf uns zugesteuert. Bloß nicht rennen. Dankeschön. Huiuiuiui. Knüppelbücher wären gut. So, jetzt lass mal ganz kurz gucken. Ich glaube, wir haben sogar eins. Fortgeschrittene haben wir schon einen Skillpunkt drin. Rein theoretisch müssten wir mehr Bücher und so finden. Aber alles Theorie. Bergbau. Ich komme halt gerade nirgendwo wirklich weiter. Ich glaube, wir gehen in... Prügelpeter braucht halt schon 3. Der da, der bräuchte nur... Der bräuchte auch 3. Ja, dann sind wir aber auf 3. Dann machen wir hier. Dann können wir nächstes Mal auch vielleicht den Arzt gehen. Dann finden wir auch mehr Heilungsbücher. Dann können wir uns irgendwann selber auch Heilung herstellen. Ist in meinen Augen tatsächlich auch sehr wichtig. Weil Wüste ist bei uns in der Nähe. Und Heilung, ob man die selber herstellen kann oder nicht, finde ich, ist schon extrem ein Unterschied. So, ich finde die Badewanne so cool. Ich meine, ich würde hier zwar nicht baden, aber ich finde es voll cool. So, da gehe ich aber auch nicht rein. Wir nehmen natürlich die Türe. Ja, ich weiß, du hast Durst. Vielleicht finden wir ja was. Vielleicht ist da aber auch ein Hund drin. So, vielleicht, vielleicht. Vielleicht ist da ja was Bösartiges drin. Da, der soll uns die Tür aufmachen. Ja. Warum rennt der so? Okay, ich glaube, der rennt nur, weil er sauer ist. Oder? Hat der Ferale auch? Nee. Der rennt wirklich nur, weil er wütend ist. Okay, ich hoffe, der andere auch. Ja, ja, ja. Oh, warte, warte, ich brauche Ausdauer. Oh, diese Ausdauer, das ist ein Graus hier. Komm. Aber bitte nur einer. Nein, nicht im Doppelpack. So. Nein, 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 nein. Keine Ausdauer, keine Ausdauer. Wir sind am Verdursten. Ich hab Durst. Ist klar, dass wir keine Ausdauer haben. Ich habe aber nichts dabei. Gammelwasser kann ich auch noch nicht saufen. So, warte mal. Haben wir überhaupt schon Schuhe an? Ja, haben wir. Was? Jetzt kommt auch noch einer angezockt. Na, 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 na. So nicht. So nicht. Da hinten war aber eine Leiter. So. Da hinten war eine Leiter. Dann gehen die jetzt da wahrscheinlich rein. Lass mich nur mal kurz hier für ein bisschen Platz sorgen, damit wir nicht überladen sind. So. Okay. Da ist auch noch eine... Wieso ist der so schnell unterwegs? Wieso? Sag bloß, wir kommen heute zu gar nichts. Ja, ich befürchte, glaube, wir kommen heute zu absolut
gar nichts. Warum rennt der so schnell? Guck mal, der ist doppelt so schnell wie sein Kollege. Der kann doch nicht dauerzornig sein. Das ist doch aggressiv. Nee, wie heißt das? Aggressionsprobleme, Freundchen. Okay, der bringt uns hin zum. Lalalalala. Warte, ich brauche kurz Ausdauer. Das bringt nichts ohne die Ausdauer. Lauf! Moment. Ich kann nicht mal mehr. Ich kann nicht laufen. So, Auruk. Da werden wir gleich einbrechen oder so. Ei. Okay, wir. Ich muss Dreckwasser saufen. Das bringt gerade nichts. Ich habe Durchfall, aber ich brauche trinken. So, und da kommen sie jetzt. Okay, das schreit nach Rückzug, ey. Erstmal Tee kochen zu Hause. Das ist ja. Heute ist ja kriminell. Oh, noch ein Baumstamm. Also heute ist auch ganz schön kriminell. keine Ausdauer, weil wir Durst haben und. Ja, mir blieb jetzt aber auch noch ein Honig dafür. Es bleibt uns jetzt, blieb nichts anderes übrig wie. Ja, Rückzug erstmal. Guck mal, zwei Schritte und wir sind kaputt. Das heißt, wir dackeln jetzt erstmal schön drauf nach Hause. Kochen noch ein bisschen. Kochen uns vor allen Dingen Tee gegen den Durchfall. Also ich weiß gar nicht, wie viele Blümchen wir brauchen. Und ich weiß auch gerade gar nicht, grün, rot oder gelb. Ich habe das Problem nämlich nie. Aber ich war auch noch nie in so einer Situation wie gerade. Okay, müsste aber reichen. Ei. Das heißt, heute einfach ein schöner Spaziergang draußen unternehmen und später dann mal wieder dahinter gehen. Wahnsinn. Warum der eine da jetzt so schnell unterwegs war, der vom Freiland, der wurde wahrscheinlich echt von der Wespe gestochen oder so. Und dann wollte er es an uns auslassen, weißt du? Das geht gar nicht. So, lauf weiter, Mädchen. Ich weiß. Wir kümmern uns jetzt erstmal um dich, ne? Jetzt kümmern wir uns erstmal um dich, damit du wieder halbwegs fit wirst hier. So, gleich, wenn noch ein Baumstamm irgendwo ist, nehmen wir mit. Und dann pippeln wir die erstmal wieder auf. Ob das schon im Zeichen der Vernachlässigung ist hier, was ich mit dem Mädchen mache, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das Vogelvieh kriegen wir jetzt nicht. Dazu fehlt uns die Ausdauer. Setz dich mal hin, kleines Hühnchen. Ich könnte dich auch so zu meiner Base treiben. Wäre das sehr gut. Ich schaff's nicht. So, nehmen wir hier mal noch ein bisschen Goldrute mit. Falls wir 5 brauchen pro Tee. Aber ich glaube 1 und 1. Sicher bin ich mir nicht. So, dann gucken wir gleich mal beim Wasserdingsen vorbei. Vielleicht hat der für uns ja was zu trinken. Aber was ich schön finde, ist, wir konnten uns jetzt wieder heilen, komplett ohne Händler auch. Das ist immer das Schönste. So, jetzt pass mal auf. Speck und Ei ist fertig. Dann gib mir mal trinken. Dann brauchen wir, oder habe ich vielleicht sogar schon einen. Hier, Goldrute-Tee. 20% wird geheilt. Das heißt, 24. Ich muss noch einen trinken, rein theoretisch. Den muss ich jetzt aber trinken. Na doch, wir haben ein bisschen Fleisch. Wenn. Es wird wahrscheinlich wie Honig sein. Roter Tee, was macht der? Ich koche einfach mal. Dann, da können wir abkochen. Und vor allen Dingen, wir können noch mal 3-mal Speck und Ei kochen. So, Speck und Ei fressen. Dann den ganzen Kram hier wegpacken. So, jetzt haben wir auch Futter. Es ist so wunderschön. So, Pilze können wir dranhängen. Brauchen wir ja kein Beet für. So, das kann weg. 15 Eier und kein Dingsen mehr hier. Dann bauen wir uns gleich noch eine Aufbewahrungskiste. So, und dann bohren wir mal hin. 2,5, 3 Minuten, 4 Minuten. Gut, dann müssen wir... Obwohl, nee.
Ja, doch. Mama. Und ich habe keinen Verband mehr. Oh, oh. Wir haben keinen Verband mehr. Und ich kann auch keinen Verband, glaube ich. Oder? Nee, ich glaube nicht, dass wir Verband können. Doch, können wir sogar. Ah, sehr schön. Das heißt, ich brauche davon. Dann können wir drei davon bauen. Durch die habe ich gar nicht mitbekommen. Habe ich wirklich einfach nicht mitbekommen. So, wollen wir noch mehr Stoff? Hier. Dann können wir uns nämlich gleich noch einen Verband bauen. So. Dann sind wir da auch erstmal wieder ein bisschen fitter. Okay. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Die können weg, das können wir gleich runtertragen. Und hier ist der rote Tee. Der macht effektive Verdauung. Ah, okay. Ich glaube, wenn man roten Tee säuft und dann sich Ekelzeug reinschmeißt, dann gibt es vielleicht keinen Durchfall oder so. Ich hab die Tee noch nie getrunken. Ich hab noch nie Tee trinken müssen in dem Spiel. weil. Ja, war einfach noch nie nötig. Ich hatte noch nie so. So. Aber man lernt ja nie aus. So, Durchfall 20%. Ich würde den jetzt einfach mal bei uns tragen. Wenn das nämlich nicht runtergeht, das müsste um 4% oder so, müsste das dann aufhören. Und dann. Hoppala, runter mit dir. Runter mit dir. Dieses Mädchen hier. Jetzt ab. Müsste eigentlich bei irgendwas mit 4% müsste es dann aufhören zu heilen und dann wieder steigen. Ja, so wie mit dem Honig, wenn man mehr wie 5% Infektion hat. So. Dann würde ich sagen, werten wir. Warte. Da habe ich den einfach schon hingeklatscht. Ne, dann hauen wir die da wieder weg. Ich habe die ja noch nicht befüllt. Ja, dann kommt die jetzt erstmal weg. Warte, ich kann das ja auch hier hinhängen. Dann seht ihr auch was. Dann machen wir da die nächste große Kiste drauf. Und komm, gib. Dann können wir hier so weiter buddeln und sich hier da nach und nach eine kleine Base reinbauen. So. 12, aber jetzt haben wir Durst. Müsste ich aber eigentlich warten. Eigentlich müssten wir noch warten. Na gut. Aber wir haben fressen. Wir haben uns geheilt. Wir werden auch die andere Krankheit noch los. Gar kein Problem. Und mal schauen, ob man nächstes Mal vielleicht einen PUI leer gelootet bekommt. Deswegen vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.